Auch wenn es der erste Advent ist, von Besinnlichkeit keine Spur am zweiten Tag des AfD-Bundesparteitages. Jörg Meuthen hatte gestern scharfe Kritik an Provokateuren in den eigenen Reihen geübt und die Partei zur Disziplin ermahnt. Was nun folgte, war ein Richtungsstreit auf offener Bühne. Er schickt Querdenken nach Hause. Das kann nicht sein. Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei. Seid ihr denn des Wahnsinns? Über den Parteivorsitzenden zu beginnen. Wir können doch nicht einfach die Leute halt als Covidioten beschimpfen. Das ist der Schaden, der entsteht. Und da können Sie nicht hingehen. Wir reden nicht darüber. Die Partei ist zerrissen. Die einen sehen sich als Vertreter der Querdenker im Parlament, während andere lieber Abstand halten wollen. Irgendwann dann tritt Meuthen selbst noch einmal ans Mikrofon. Was hier geschieht, ist eine gezielte, ideologisch motivierte Verdrehung meiner Rede von gestern. Schon gar nicht habe ich mich gegen die Querdenkerbewegung ausgesprochen, sondern was ich angemahnt habe, ist eine kritische Distanz zu den nicht seriösen Personen, die es da auch gibt. Meuthens interner Gegenspieler, Fraktionschef Gauland, blieb an diesem Tag unsichtbar. Der 79-Jährige hatte sich am Morgen wegen einer geplatzten Ader in der Nase, wie es hieß, ins Krankenhaus begeben müssen. Alexander Gauland hat mich gebeten, herzliche Grüße aus dem Krankenhaus auszurichten. Und es geht ihm gut. Es war nur eine Kleinigkeit. Am Ende der Diskussion kam der Antrag, in dem Meuthen spalterisches Gebaren bescheinigt worden wäre, nicht zur Abstimmung. Ein kleiner Sieg für den Bundessprecher. In gewisser Weise in ein schlechtes Licht gerückt. Ich habe es dir gestern persönlich auch gesagt. Jo. Ich finde es irgendwie sehr witzig, wie sich die AfD schon innerhalb zerlegt. Und ja, natürlich an Gauland gute Besserung, auch wenn es der politische Gegner ist. Ja. Aber ich finde diesen internen Kampf in der AfD sehr belustigend. Wer weiß, vielleicht bedeutet das langsam ja auch das Ende der AfD. Schön wäre es.